Und einen Moinsen zum Stadionvlog gegen Dynamo Dresden. Ja, letztes Spiel in der Liga war das 6:2 in Hamburg. Da habe ich aber, glaube ich, schon genug zu gesagt. Und das letzte Spiel jetzt vor Dresden war das Pokalspiel in Hamburg, wo wir weitergekommen sind. Da kann ich ein bisschen was zu sagen. Denn da haben wir echt eine relativ, ja, echt ordentliche, gute, geschlossene Mannschaftsleistung gesehen. Über 120 Minuten dann den Sieg geholt. Das meines Erachtens nach und vieler Hamburg-Fans Erachtens nach auch durchaus verdient. Ne? Das war einfach wieder schön anzusehen. Auch ohne Videobeweis war angenehmes Spiel. Man wusste, okay, Elfmeter, ob Scheiße gepfiffen oder nicht, zählt. Du kannst nicht mehr dran rütteln. Sind ja früh in Führung gegangen direkt und Hamburg dann auch ausgeglichen. Da sind wir kurz ein bisschen geschwommen, als es 1-1 gefallen ist. Schon auch vor dem 1-1 hat Hamburg ein bisschen die Oberhand gehabt. Aber sonst waren wir eigentlich wirklich dominant über das ganze Spiel und dann auch einfach griffiger und entschlossener und allgemein einfach ein Ticken besser. Auch schon die Statistik gibt das her. Und dann 113. frisch eingewechselt, Al-Ghadoui macht die Kiste, der typisch auch so ein Phänomen. Wenn er reinkommt oder wenn er halt spielt, dann trifft er. Richtig geil. Richtig auch nicht gemacht. Im Pokal sind wir Zweiter und in der Liga können wir ja auch immer noch aufsteigen. Also bisher in beiden Mitwerben sieht das ganz okay aus, ne? Kommen wir zum Gegner heute. Ja, Dynamo Dresden. Die haben in Berlin auch mal so richtig einen abgefackelt, aber das war ja mal richtig geil. 30.000 oder ich glaube sogar 35.000 Fans in Berlin dabei beim Pokal. Das war ja sensationell. Sind dann ganz unglücklich im Elfmeterschießen rausgeflogen. 120 sind auch ein Tor kassiert. Hätten da auch gut und gerne weiterkommen können. Jetzt kommst du zu uns. Da war auch letztes Mal in der Zweitliga-Saison, ist ja auch in meinem Trailer verarbeitet, haben die auch schon geile Stimmung gemacht und geile Fans mitgebracht. Deswegen habe ich da richtig Bock drauf. Es wird hoffentlich richtig, richtig, richtig stimmungsreiches und geiles Spiel. Hoffentlich ohne jetzt irgendwelche dummen Randale, aber da kannst du ja nie großartig was gegen machen. Aber stimmungsreich sollte es schon ein ziemlich geiles Level geben. Sowieso geil, zwei Heimspiele jetzt. Die nächsten zwei sind Dresden, dann haben wir auswärts Osnabrück, dann ist eine Woche Pause, meine ich. Und dann das nächste Heimspiel ist einfach der KSC. Das sind einfach zwei Stimmungs- und allgemein einfach zwei Heimspielbomben hintereinander. Richtig geil. Prognose, wenn man sieht, dass Dresden auch irgendwo auf 17 rumhockt, muss man eigentlich als VfB-Fan mittlerweile ironisch sagen, das verlieren wir wieder. Aber ganz ehrlich, ich glaube, die Hamburg-Leistung war auf jeden Fall echt voll in Ordnung und echt relativ gut. Also die im ersten Spiel war auch schon okay, aber halt abschlachten lassen, ne? Und im zweiten Spiel dann weitergekommen. Und da war es ja auch besser, die Leistung. Und der Wald hat auch sein Spielsystem umgestellt. Also er kann sich anpassen. Das war so eine komische Tannenbaumaufstellung oder so, aber hat funktioniert. Auch Castro auf Linksverteidiger hat echt gut funktioniert. Andere Spiele, die er nennen würde, wäre auf jeden Fall Mangala und Wamangituka, die einfach Tempo mitbringen. Auch dieser Sprint von Wamangituka in Richtung 2-1, wo er gegen Pfosten schießt. Unfassbar, dass er noch abzieht. Und Gonzales war wieder abartig. Der ist echt ein Arbeitstier vom Herrn. Holt die Grätschen, defensiven Grätschen in der 116. Nachdem er 116 Minuten lang Vollgas gegeben hat. Wahnsinn. Gibt schon einige Spiele, die echt einen guten Schritt nach vorne gemacht haben. Auch was Ausdauer angeht, was Leidenschaft angeht. Um bei dem Spiel zu bleiben, muss ich aber ganz ehrlich sagen, Prognose, ich gehe auf keine Ergebnisse, einfach Hauptsache Heimsieg. Das ist so meine Prognose. Hauptsache irgendwie diesen Heimsieg holen. Wir dürfen den Anschluss nicht verlieren. Die Ergebnisse vom Spieltag bisher sind schon mal ganz in Ordnung, weil so, wenn wir wirklich gewinnen sollten, haben wir, glaube ich, 4 Punkte auf dem 4. Platz. Also tut sich da schon langsam so ein bisschen was abheben da. Ein bisschen eine kleine Lücke zwischen 4 und 3 ist auch mal gut, auch wenn wir natürlich nicht auf 3 landen wollen. Ne? Relegation ist nicht unser Freund. Bielefeld ist erstmal 2 Punkte vor uns und Hamburg auch. Die spielen ja alle parallel. Hamburg in Wiesbaden, Bielefeld, ich meine, zu Hause gegen Kiel und dann wir jetzt zu Hause gegen Dresden. Großartig wird sich da wahrscheinlich nichts rein von den Spielen her, sollte auch Bielefeld und Hamburg ihren Job lösen. Sind wir mal gespannt. Hauptsache Heimsieg und viel Spaß mit dem Vlog. Don't want to believe it. Tough love. You take it or leave it. Warum seid ihr Hurensöhne?
Meter! Er macht die Meter! Noch. Das Santiago, Ehrenmann! Stuttgart! Das ist eigentlich die erste Bude für uns, wa? Scheiße, DFB! Scheiß DFB! Du siehst geil an für Schiri auf dem Platz. Was ein Scheißjob. Er geht ja nur nach den Regeln, die der DFB aufgestellt hat. Er kann nichts dafür. Das lässern ist! Take it.
take it or leave it. Und da sind wir zurück und wir können ja doch noch zu Hause gewinnen. Ja, gehen wir das Spiel durch. Wir gehen extrem früh in Führung durch Kempf oder halt jetzt offiziell als Eigentor gewertet. Ja, danach auch eine sehr ordentliche erste Halbzeit, haben unsere Chancen. Machen das 2-0 noch. Ich meine gegen die 14. Minute rum oder so. Machen das 2-0, spielen ja zeitweise auch echt schönen Fußball. Gut anzusehen, hat Spaß gemacht die erste Hälfte. Zweite Hälfte kommen wir ein bisschen halblebig raus. Offenbaren ein paar Lücken, die auch dann Dresden quasi nutzt. In dem Sinne, dass halt Philips einen noch kurz vom Ende legen muss und den Elfmeter, klare Geschichte, eindeutiger Elfmeter, nutzt Dresden zum 2-1 und danach schwimmen wir so ein bisschen. Wir haben Chancen aufs 3-1, namentlich Förster, Clement und sowas, die ein paar Dinger verschießen. Aber auch Dresden hat ein, zwei große Chancen, wo man auch echt, ja, wenn es dumm ist, 2-2 kassieren. Ne? Und dann am Ende fangen sie sich wieder ein bisschen. Silas kommt rein und macht gefühlt 5 Sekunden später, holt er den Sprint raus, den er halt noch ziehen kann im Vergleich zum Dresdner Außenverteidiger, macht das 3-1, damit war das Spiel dann auch im Endeffekt entschieden. Auch mal wieder angenehm, dann irgendwo ein Spiel ab der 85. relativ entspannt angucken zu können, weil du weißt, okay, selbst wenn du noch ein Tor fällt, wird nicht mehr viel ausmachen, wir haben den Sieg relativ sicher in der Tasche. Dresden hat es auch nicht schlecht gemacht, hätten guten gerne was mitnehmen können, auch vor allem halt in der Phase, wo sie dann kurz vorm 2-2 standen. Aber alles in allem, auf jeden Fall ein verdienter Sieg. Klar, auch Statistik wird das hergeben. Ist ein relativ souveräner Sieg, nur in der zweiten Hälfte, hat auch der Walter so formuliert. Kommst du halt aus der zweiten Hälfte raus und bist du quasi sicher, ja, die schießen mal ab, ja, locker 2-0, super geil, dann bist du hättest du sicher auch gesagt, ja, dafür sind wir immer noch ein bisschen zu blauäugig. Unsere junge Truppe, da hat er hundertprozentig recht, der Herr Walter. Bester Spieler für mich gehört auf jeden Fall wieder ein González mehr dazu, der sich einfach ein abrackert wie sonst was. Und ja, Mangala gefällt mir auch mal, weil du auch bei dem einfach das Gefühl hast, der verliert keinen Ball. Hinten drin im Kampf ist gut. Mit dem Kobel haben wir auch echt einen Wahnsinns-Keeper geholt. Das merkt man mittlerweile echt, was der uns da gerettet hat. Bei Spielstand 2-1 war echt stark. Ich hoffe, den werden wir irgendwie halten können. Mal gucken, was die für Pläne haben und was da für Klauseln gibt und bla bla. Ich hoffe, den können wir halten. Wenn mir nicht so positiv gefallen hat, was ich ausnahmsweise mal, ist ein Förster. Fand ich überhaupt nicht überzeugend irgendwie. Weil einfach die Kiste nicht gemacht hat. Auch ein Clement, dem fehlt einfach noch ein bisschen das Spielglück, das Abschlussglück. Dafür wieder cool, wenn man sieht, dass wir reinkommen und direkt trifft. Dann gehen wir, ja, gucken wir die Tabelle an und natürlich auch das nächste Spiel, wie immer, ne? Tabelle sind wir als Dritter, weil der HSV glücklicherweise den HSV gemacht hat und in Überzahl 30 Minuten lang und kassieren letzte Minute noch völlig unverdient das 1-1 bei Wien Wiesbaden. Fans natürlich. Bielefeld haben gewonnen, aber war anscheinend auch nicht so krass überzeugend. Aber da mute ich mir keine Meinung zu, da ich da einfach nichts gesehen habe vom Spiel. Auf jeden Fall haben wir jetzt 2 Punkte auf Bielefeld und 2 Punkte auf Hamburg. Bei natürlich Torverhältnis deutlich besser, also so an sich gesehen 3 Punkte. Aber sind wieder voll dabei. 4 Punkte auf Platz 4 ist auch voll okay. Dann fahren wir nächste Woche nach Osnabrück. Das könnte wieder ekelhaftes Spiel werden, weil es einfach ein Aufsteiger ist und auswärts und so, ne? Aber auswärts läuft so in dieser Saison eigentlich, wenn man das so mal die Spiele anguckt, eigentlich fast sogar besser als heim. Da solltest du normalerweise halt schon gewinnen, ne? Aber das ist ja nichts Neues bei uns in dieser Zweitliga-Saison. Bielefeld muss dann nach Nürnberg, da können sie vielleicht Punkte droppen, das wäre ganz cool. Hamburg hat, glaube ich, einen machbaren Gegner, ich weiß auch nicht genau, wer das ist, ich hab's nur noch irgendwie im Kopf, dass es, glaube ich, machbar war. Sieht man weiter, dann ist eine Woche Pause und dann kommt das Derby gegen KSC, das ist halt ein absoluter Pflichtsieg, das wird geil, da gab es auch die ersten Sticheleien schon in Richtung Ende des Spiels, Richtung KSC, weil es das nächste Heimspiel ist und dann die Jungs erstmal klar machen, Jungs, nächstes Heimspiel, da muss geliefert werden. Gewinn gegen KSC ist irgendwo auch alles in allem vollkommen in Ordnung. Auch Dresden hat halt einfach gute Fans mitgebracht, die immer wieder ihre kleinen Situationen hatten, wo sie auch auch wirklich lauter waren und auch gute Stimmung gemacht haben. Wir auch, aber es war jetzt keine konstant krass gute Stimmung. Aber alles in allem, du kommst quasi selten ins Stadion und siehst eine Stimmung, die dir nicht großartig zusagt. Von dem her, alles völlig in Ordnung. Damit bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.